Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Castle Crush mit mir, dem Fred. Und heute mal eine etwas andere Folge, als ihr sie vielleicht normalerweise von mir gewohnt seid. Denn wir werden heute, beziehungsweise es ist jetzt nachkommentiert, weil ich heute jetzt wirklich mal auf den Android-Release eingehen will, weil ich dazu endlich Informationen habe und sie euch natürlich dann direkt mal weitergeben möchte. Und deswegen sehen wir jetzt mal ein Spiel gegen den Preacher. Wir sehen gleich noch zwei richtig epische Fights von Hilp, die er für mich aufgenommen hat. Also richtig episch, Drachen-Action und so weiter. Also alles dabei. Also mal auf jeden Fall dranbleiben. Und ja, zum Android-Release. Und ich weiß gar nicht genau, wie ich das jetzt formulieren soll. Im Grunde genommen gibt es dafür keine einfache Möglichkeit. Sie schreiben: We are working hard on the Android version. However, it should take us a couple of months until launch. We know that won't please everyone, but please know, we are working as hard as we can on this project. Was so viel bedeutet wie, es wird noch nicht kommen für Android. Es tut mir wirklich leid, euch diese Nachricht übermitteln zu müssen. Und bitte jetzt nicht haten oder so, ich kann da nichts für. Ich programmiere das nicht und ihr müsstet aber auch ein bisschen Verständnis haben für den Entwickler. Sie arbeiten ja dran. Es ist, glaube ich, auch nicht immer ganz so einfach, wie sich die Leute das dann vorstellen, wie das funktioniert. Deswegen, Leute, bitte nicht rumhaten. Ich weiß, es ist für einige jetzt ein bisschen frustrierend, dass es wirklich noch ein bisschen dauert. Deswegen, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich euch da sagen soll, aber es ist ja nun mal so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Ich würde es gerne ändern. Ich würde es natürlich heute, lieber heute als morgen, euch präsentieren für Android, aber es geht nun mal nicht. Und das tut mir wirklich leid. Ich hatte ja extra aufgerufen, mal ein bisschen zu liken die letzte Folge. Wir hatten 11.000 Likes. Und da habe ich natürlich dem Entwickler sofort gesagt, ey, hier, guck mal, wir haben 11.000 Likes. Was ist denn jetzt mit der Android-Version? Um da vielleicht auch mal so ein bisschen Druck auszuüben. Aber natürlich können sie nicht schneller arbeiten, als sie es ohnehin schon tun. Deswegen müssen wir uns da leider noch ein bisschen gedulden. So leid es mir auch tut. Ich kann es nicht ändern. Und es ist natürlich jetzt die große Frage, was machen wir jetzt? Also was machen wir jetzt mit diesem Projekt? Was machen wir jetzt mit Castle Crush? Soll ich Castle Crush weitermachen? Ich weiß, viele von euch könnt es ja nicht spielen, weil sie nur ein Android-Gerät haben. Ich kann es ja zum Glück spielen. Soll ich es weiterführen? Soll ich es nicht weiterführen? Das ist jetzt die große Frage. Müsst ihr mir sagen. Schreibt es mir in die Kommentare, zeigt es vielleicht mit einem Like, wenn ihr das Projekt weiter sehen wollt. Das würde mich wirklich riesig freuen, denn ich spiele das Spiel sehr gerne. Matthias spielt das Spiel auch sehr gerne. Wir nehmen das sehr gerne auf. Es macht Spaß. Ey, wir haben das durch Zufall gefunden. Als ich The Trail gespielt habe, habe ich das durch Zufall gefunden, weil ich eine Werbung dazu bekommen habe in The Trail. Das ist so, es war einfach so Luck, dass ich dieses Spiel gesehen habe. Und seitdem macht es richtig Spaß. Habe schon echt nette Leute dadurch kennengelernt in meinem Clan. Ja, wir werden sehen. Und wie gesagt, seid nicht böse auf mich. Ich kann da wirklich nichts für. Und jetzt gucken wir uns auch die Fights an von Hilp auf jeden Fall. Das ist noch cool, die er mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Das ist jetzt der erste. Er hat das jetzt mit dem iPhone aufgenommen. Deswegen habe ich den Rand auch weggemacht an der Seite. So. Er spielt. Oh, er macht ja die erste Spiel. Er setzt die Stärkung ein für seine Burg. Es ist natürlich auch jetzt Burg 5. Auch wenn die Fights, glaube ich, schon ein, zwei Wochen zurückliegen. Das ist egal. So. Der nah in der Mitte. Mal gucken, was er jetzt macht. Er hat zweimal die Bombe. Er hat das Feuer. Er hat den Zwerg. Oh, okay, jetzt muss er die Bombe setzen. Ja, macht er gut. Setzt die Bombe gegen den Ballista und wir schauen einfach mal, was passiert. Er hat auch den Elode-Drache. Der kostet mal eben... Alter, ich habe den noch nie gespielt. Der kostet mal eben 12. Der kostet mal eben 12 Mana. Wie krank ist das denn? Ohne Witz, sobald ich den im Shop habe, werde ich mir den snaggeln. Aktuell fahre ich so ein bisschen die Taktik mit der Erscheinung. Viele Skelette... Und sobald ich dann echt viele Skelette auf dem Feld habe, Erscheinung, damit die sich echt auflädt mit so plus, ja, am besten plus 12 hoch. Also plus 12 und dann nach oben sind ja da im Grunde fast keine Grenzen. Das ist schon geil. Und dann hast du echt richtig gute Karten. Oh, aber der Krieger des Gegners ist dabei. Und jetzt ist noch der Pirat dahinter. Ja, muss man sagen, es sind schon einige lustige Truppen dabei. Und es kommen ja auch in diesem Dezember noch einige Truppen. Beziehungsweise es kommen noch neue Legendaries. Die neue Burg kommt noch und so weiter. Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Es tut mir echt leid. Wirklich, 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 wirklich. Ich hätte euch wirklich gerne neue oder Neuigkeiten genannt. Ich kann das nur leider nicht. So, jetzt hat er schon mal 10. Und jetzt hat er gefrieselt und jetzt macht er den Magier kaputt. Und jetzt kommen da unten noch die Skelette, um nur so ein bisschen abzulenken. Und jetzt hat er es gleich. Es fehlen noch 2 Mana. 2 Mana fehlen noch. Dann kann er loslegen. Noch 2 Mana. Oh, der dunkle Ritter in der Mitte ist tot. Da oben noch die Skelette. Es wird natürlich jetzt auch ein enges Match. Oh, er hat zweimal den Drachen. Wie krass. Er hat einfach mal eben zweimal den... LOL. Alter, was ein Monster. Der ist gerade mal auf Level 1. Ey, was ist denn dieser Drache für ein Monster? Aber es wird knapp. Es wird richtig knapp für ihn. Oh, er verliert das extra. LOL, zweite Drache. Alter Schwede. Oh, der hat alle kaputt gekriegt. Der hat auch nochmal alle kaputt gekriegt. Und jetzt hat er natürlich nur eine Chance.
Jetzt wird's richtig eng. Jetzt wird's richtig knapp. Boah, Alter, was ein Match. In der Mitte fast alle tot. Oh Gott. Gegen den Ork-Krieger gewonnen. Und jetzt, okay, jetzt muss er echt schnell sein. Oh, jetzt schnell. Okay, schnell. Das wird jetzt richtig knapp. Das wird richtig eng. Oh, 400 noch. Aber er ist jetzt auch fast schon durch. Oh, jetzt hat er schon wieder den Skelettkönig gesetzt, der Gegner. Also, ein richtig epischer Kampf, oder? Richtig episch. Und viele Leute haben auch geschrieben, das ist nur eine billige Nachmache von Clash Royale. Aber du kannst das im Grunde nicht vergleichen. Das sind zwei komplett verschiedene Spiele. Die spielen sich komplett anders. Das kannst du absolut nicht vergleichen. In diesem Spiel kann einfach so viel passieren. Es kann sich so viel entwickeln. Ihr habt das gesehen. Hilp war kurz vor der Niederlage. Er hat nur noch 486 und er hat es noch so gerade gedreht. Das habe ich auch schon oft erlebt. In beide Richtungen. Ich habe erlebt, dass ich schon wirklich dachte, ich habe den Gegner im Sack und habe verloren. Andersrum, ich dachte, ich habe verloren und habe es dann doch noch gedreht. Also bei diesem Spiel, ohne Witz, du darfst niemals aufgeben. I am Jeff. Ich heiße Jeff. So, Skelette oben gesetzt. Er setzt den Zwerg auf die untere Seite. Der Heal, da war er noch ein bisschen weiter unten mit dem Pokal. Mittlerweile ist er echt weit oben. Ja, das für die Burg ist natürlich nicht schlecht. Hat er schon über 6000 Trefferpunkte. Die haben ihn eben gerettet. Die haben ihm eben definitiv den Arsch gerettet. Er hätte noch 400 übrig. Er hat am Anfang seine Burg gestärkt. Das hat ihm echt den Arsch gerettet. Muss man sagen. So, jetzt macht er den Nah oben kaputt. Na, oh, die Pfeile des Gegners. Aber das sind eigentlich ein bisschen Verschwendung. Denn er hat jetzt alle drei Bahnen damit vollgespammt, eben mit den Pfeilen. Aber er hat nur die eine getroffen. Er hätte eh nur noch zwei oder drei Skelette. Ja, der Nah ist jetzt eh kaputt. Das wäre jetzt gleich der Moment, wo ich jetzt persönlich bei meinem Deck nochmal die Skelette setzen würde und nochmal die Skelette setzen würde. Und dann würde ich direkt mal die Erscheinung setzen. Aber gut, er hat sie jetzt nicht in seinem Deck, zumindest nicht in diesem Deck, womit er aufgenommen hat. Und ja, auf jeden Fall nochmal die Erinnerung an euch. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wie soll es weitergehen mit diesem Projekt? Soll ich es weiter aufnehmen? Soll ich es nicht weiter aufnehmen? Das entscheidet ihr auf jeden Fall mit eurem Like oder mit eurem Kommentar. Würde ich mich sehr freuen, wenn sich da viele dran beteiligen würden. Und was macht er? Er kämpft jetzt noch weiter und setzt die Flammen. Ja, jetzt kriegt er einen Mana dazu. Jetzt hat er 10. Muss ich jetzt aber natürlich ein bisschen beeilen. Oh, die Bombe war natürlich gerade im richtigen Moment. Ist die Frage, wird er den Drachen nochmal setzen oder nicht? Er hat jetzt den dunklen Ritter gesetzt. Er hat gleich 12 Mana. Das ist natürlich mega, mega, mega krass, der Drache. Der ist richtig übel. Aber er wird ihn gleich... Ja, da ist er. Eieiei, was für eine geile Animation. Muss man schon sagen. 7000 Trefferpunkte. Aber jetzt wird es natürlich für den Gegner langsam übel. Jetzt könnte er eigentlich jetzt... Ja, Frieseln. Das war's. Das muss es gewesen sein. Drache, die Skelette, er hat noch den... Ja, wobei, die beiden leben noch. Oh, das wird natürlich jetzt gefährlich. Der eine lebt... Oh nein, super Konter. Super Konter nochmal vom Gegner. Oh, jetzt noch die Bombe. Komm, schnell die Bombe. Ja, sehr gut. Vor allem, wie schnell du auch lernst bei diesem Spiel. Am Anfang habe ich einfach nur irgendwas immer gesetzt. Mittlerweile bin ich so hoch noch mit den Pokalen, weil du einfach auch irgendwann lernst, wie du die Sachen setzen musst, aber du verlierst trotzdem manchmal. Das kannst du manchmal einfach trotzdem nicht... Das kannst du trotzdem manchmal einfach nicht... Ja, nicht... Du kannst manchmal nicht gewinnen. Das ist manchmal so. Du kannst nicht jedes Spiel gewinnen. Das ist aber auch das bei Clash Royale und bei Clash of Clans auf jeden Fall auch so. Und er dürfte den... Das dürfte er aber auf jeden Fall noch holen, denke ich mal. Er könnte gleich den dritten Drachen setzen. Ah, okay, der eine Drache ist jetzt gleich kaputt. Ja, der ist jetzt kaputt. So, wamm. Unfassbar. Ja, schon geil. Da sieht schon auf jeden Fall richtig cool aus. Ja, der Fight ist auch noch nicht entschieden, ne? Alto Belli. Und noch... Er kann nochmal die Stärkung setzen. 8000 Trefferpunkte mal eben. Bringt ihm jetzt nichts, das zusätzliche Mana. Das kann er im Grunde wegschmeißen. So, den Golem hat er noch. Oh, krass. Die Pfeile noch. Es ist, jetzt wird es echt ein Kampf auf Biegen und Brechen hier. Aber unten ist der... Guck mal, der Zwerg unten ist durch. 2000 noch Trefferpunkte des Gegners. Ah, knapp. Oh, jetzt kann der dunkle Dritter, das war's. Und ja, sage ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, es sind jetzt nicht die Nachrichten, auf die ihr unbedingt gewartet habt, aber zeigt es vielleicht trotzdem mal mit einem Like, dass ihr das Projekt immer noch mögt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Morgen gibt es geile Clash of Clans Update News. Oder beziehungsweise morgen gibt es... Ist morgen der Event schon? Wenn morgen der Event ist, dann werden wir auf jeden Fall da coole Sachen sehen. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.